Emotes in den Chat. Emotes in den Chat. Ich muss auch mal ein paar Emotes raussuchen. La la. Neo, hast du gerade auf die Skyrim-Musik gekotzt? Dovahkiin, Dovahkiin. War dein Vokul Mafarakaswal. Das ist so ein schöner Song. Vor allem bringt einen wirklich in Stimmung. Ich weiß, ich sag immer wieder dasselbe, aber es ist ein schöner, schöner Song. Und Leute, Dankeschön fürs Reinfolgen hier. Das ist so cool. Ich lieb's. Ich lieb's, da am Anfang mit euch reinzustarten und über den Song einfach in Stimmung zu kommen. Der ist so, so, so geil. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön fürs Mitsingen und Tanzen. Wieso singt Evi über Durchfall? Tja, das ist eine gute Frage. Gute Frage. Oh, hat sich das Spiel aufgehangen? Gute Frage, nächste Frage. Und noch eine Frage. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Und saß ich auf der linken Seite hier oder auf der rechten? Also, ich weiß, wir waren im DLC. Wir waren im Mirak-Tempel und wir haben Mirak das letzte Mal getroffen. Und jetzt muss ich kurz überlegen, was wir machen müssen. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ah, scheiße, stimmt. Wir sollen hier oben hin. Das Wort der Macht sollen wir lernen. Und Serings Wacht. Oh fuck, ich kann gar nicht mehr kämpfen. La, 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 la. Ja, dann laufen wir doch mal dahin, würde ich sagen, oder? Und wenn die Welt erst sieht. Das war nicht gerade Lydia, oder? Wer hat da geredet? Wenn du einen Mod wie Neo hast, was machen dir dann schon diese paar Trolle im Internet?
Ja, Neo ist besonders witzig heute. Oh Gott. Neo hat, glaube ich, einen Clown heute gefrühstückt. Aber ist doch schön, wenn er gute Laune hat. Besser so, wie wenn man Trübsal bläst. Nee, aber Leute, ich freue mich heute drauf, mit euch hier den Freitag zusammen zu daddeln. Und wie gesagt, vielleicht gehen wir nachher noch in... Hat der Bär die Wölfe getötet? Vielleicht gehe ich nachher noch rein in... Lydia? Wie konnte ich noch mal rennen? Lydia! Wo ist sie? Okay, mir hat irgendwer in die Kommentare geschrieben, dass wenn Lydia nicht da ist, ich einfach mal eine Stunde warten soll. Und dann würde sie wohl kommen. Ah, da. Ich glaube, sie hat Schwierigkeiten. Lydia einfach gefangen. Es ist runtergefallen. Scheiße. Ach, Lydia. Liebe ich ja irgendwie ein bisschen. Aber wir müssen eigentlich zu den Bären da lang, oder? Ih, was ist das da für ein Vieh? Ja, die Strömung war da aber echt stark. Die hat einen wirklich runtergerissen. Ich würde ja nur Entbannungsanträge werden hier nicht bearbeitet. Werde ich nie gebannt für Unhöflichkeit? Ich habe das tatsächlich auf meinem Shooter-Efi-Kanal auch ausgestalten mit den Entbannungsanträgen. Bei mir kann man keinen Entbannungsantrag stellen. Und hier kann man theoretisch noch Entbannungsanträge stellen, aber die werden nicht bearbeitet. Also wir haben, glaube ich, 2 Entbannungsanträge und die müsste ich sozusagen bearbeiten, aber ich will davon damals kein Feuer in die Wunde, kein Salz in die Wunde kippen oder so. Darum werden die einfach nicht bearbeitet und da wird einfach nichts gemacht. Weil ich würde das komplett ausschalten bei mir. Sowas gibt's bei mir nicht. Wer bei mir einmal verschissen hat, soll ich Feuer legen? Nee. Also ich habe keine Lust, dass das wieder passiert, was damals passiert ist, Neo. Sonst kannst du gerne hierher ziehen und kannst dich hier laufend darum kümmern und an die Klingel gehen und so einen Scheiß. Das will ich nicht nochmal haben. Wenn Kongerike entdeckt. Oh, da oben ist irgend so ein Vieh. War das ein Drache? Okay, also das Lydia jetzt nicht. Ich hab... Nein, ich kann nicht warten, wenn Feinde in der Nähe sind. Aber Lydia kommt nicht. Mann, ist das schon wieder dämlich. Da ist sie! Lydia, komm jetzt endlich, Mann! Digga. Bitte was? An die Klingel? Hallöchen, Jonathan. Hallöchen, DJ. Ja, wir hatten mal vor... Ich glaube... Ja, vielleicht kennen das einige, vor 1-2 Jahren. Ich habe die Story schon mal ein oder andere Mal erzählt. Hatten wir tatsächlich bei uns Situationen, dass Leute meine Adresse geleakt haben und dann dachten, sie müssten hier Lieferungen herschicken und sowas alles. Und das war wirklich von Cybermobbing echt eine krass schlimme Zeit. Und das war gerade in den Anfängen, wo ich mit dem Filter dann gestreamt habe, glaube ich. Und ich bin froh, dass das vorbei ist. Und da haben wir auch 1-2 Leute gebannt. Und die hatten auch Entbannungsanträge halt gestellt, aber ganz ehrlich, ich lasse die unbearbeitet. Also das müsste ich vielleicht auch mal Pico noch sagen, dass der die nicht bearbeiten soll oder so ein Scheiß. Und ja, kann man da reingehen? Da ist eine Höhle.
Und das will ich natürlich nicht normal, dass das passiert, ne? Aber ich glaube, wir müssen hier rein, oder? Lerne das Wort der Macht. So ein Schmutz muss gebannt werden. Ja, so würde ich das jetzt nicht. Hätte ich das jetzt nicht ausgedrückt, aber ja, auf jeden Fall. Also hier muss ich nicht rein. Ich muss theoretisch noch weiter nach oben. Aber über mir ist, glaube ich, auch ein Drache. Geh mal wieder raus. Na, du? Ach so, und ich wurde gefragt bei YouTube, warum ich nicht in, also warum ich nicht mit irgendwelchen Leuten rede in den Dörfern. Und das hängt damit zusammen, weil ich schon so viele Quests habe und das für mich tatsächlich ein bisschen schwierig ist, da mit Leuten zu quatschen und dann laufend irgendwelche Quests zu bekommen. Darum habe ich davon bisher abgesehen. Ach, da unten ist der... Aber wir können bestimmt früher oder später auch noch mit Leuten reden und so. Also wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die interessant sind und die ich unbedingt sehen soll. Sag mal, ist das heute mega laut? Das ist doch heute viel lauter als sonst, oder? Oder geht das? Ist das im grünen Bereich bei euch? Bin ich... Ist mein Mikrofon lauter als das Spiel? Ja, doch. Ein Big Eyes wird sich hier gewünscht. Meine Capture Card ist nämlich noch im... Die töten ja fast den Drachen. Oh ne, die töten doch nicht den Drachen fast. Ich dachte, hier wäre noch jemand gewesen. Ah, da ist doch noch jemand. Der schießt mit Pfeil und Bogen auf mich. Ich kann mit dem nicht reden. Warum kann ich mit dem nicht reden? Ich bin direkt hinter euch. Und Hallöchen, Slimo, grüß dich. Hast du ihm die Sprache verschlagen? Nein, scheiße. Warum hast du so große Augen? Ja, weil ein Filter ausgelöst wurde. Aber sagt mal jetzt wirklich, ist der Sound in Ordnung für euch oder ist das heute zu laut? Ich habe das Gefühl, ich muss übelst laut schreien, weil das so laut ist. Warum kann ich mit dem nicht reden? Ich kann nicht mit ihm reden. Warum, Leute? Okay, passt der Sound. Dankeschön. Warum kann ich nicht mit ihm sprechen?
Könnt ihr mir das sagen? Skyrim muss man ja laut spielen. Ja, aber es soll ja nicht lauter sein als ich. Oder soll ich mal speichern und nochmal reinloggen? Meint ihr, das ist verbuggt? Warum muss ich dafür irgendwas machen? Ich speichere mal kurz. Oder sollte ich vielleicht nicht speichern? Vielleicht hat er auch keinen Bock. Also, mein A-Knopf funktioniert auf jeden Fall. Also, daran liegt's nicht. Daran liegt's nicht. Ich kann nicht mit dem reden. Aber ich muss doch mit dem reden für die Quest, oder nicht? Wenn ich das jetzt laden würde, würde ich das automatisch überschreiben. Weil sonst kämpfe ich einfach nochmal und versuche nicht hier unten herzugehen und dann erst hier hinzugehen, wenn er kommt, oder? Ich probiere das mal. Ist ja ein Scheiß, ey. Oh. Ja, Lydia, wirklich. Oh. Okay, und wegen dem Sound... Kannst alles unabhängig laden. Okay, okay. Weil nicht, dass der hier automatisch mit mir spricht, weil ich hier so weit runtergegangen bin. Wisst ihr, wie ich meine? Oh. Ich meine, war zwar cool, dass wir jetzt gewonnen haben. Aber nicht, dass sich da die Ereignisse einfach übereinander geschnitten haben oder so. Mega strange. Und er hat doch gar kein Interesse eigentlich an mir, der Drache. Oder kommt der automatisch, wenn man den... Weil hier stammt der ja sonst, ne? Der Imperatorblitz. Ja, wir spielen Blitz. Oh, was ist das für ein Fieder? Hallöchen, Katschinga, grüß dich. Grüße aus dem Homeoffice. Schon Drache, ne? Ah! Okay, der kommt auf jeden Fall jetzt wieder, dieser Typ. Jetzt ist er abgehauen. Und was machen die jetzt hier? Movafato. Brava. Greif weg. Ich bin verwirrt. Okay, jetzt hat er irgendwie gesagt, danke für deine Hilfe oder sowas.
Okay, jetzt habe ich alles aufgenommen. Aber ich wollte gar nicht alles haben. Scheiße. Ja, egal. Können wir bestimmt verkaufen. Who the fuck? Ja, ey, ich bin schon wieder total überfordert. Hier passiert schon wieder so viel. Hier passiert einfach schon wieder so viel. Wie ich es beschreiben würde, es ist schon wieder ein Fiebertraum. Aber wenn ich das sage, dann kriege ich wieder Ärger von Leuten, die sagen, also Fiebertraum ist total negativ konnotiert und es ist kein Fiebertraum. Wie kannst du sowas sagen? Du hast gar keine Ahnung. Was man sich alles anhören muss. Ah, aber hier sind wir auf jeden Fall richtig. Serings Wacht ist abgeschlossen. Da muss ich wahrscheinlich hier wirklich noch reingehen und dann das Wort lernen. Aber warum die Kleinen da jetzt mit mir mitkommen? Ist ja ein bisschen strange. Kein Prozess mit dir. Kein langen. Kurzen Prozess. Oh nee, kommen die jetzt mit mir mit? Hä, wollen die irgendwas von mir? Sind das jetzt meine Anhänger? Haben wir die jetzt dabei? Das will ich aber irgendwie cool finden. Ah, hier müssen wir hochgehen. Da höre ich es doch schon. Nee, aber diesmal hat der Mira-Ark hat was ganz anderes gesagt. Der hat diesmal irgendwas gesagt mit Danke, dass du mir geholfen hast. Aber ich will dem ja gar nicht helfen. Willen beugen auf den Windstein soll ich machen. Willen beugen. Da ist er. Deine Stimme beugt mit zunehmender Stärke den Willen von Steinen, Tieren, Menschen und sogar auch Drachen. Oh nein, dann werde ich ja genau wie Mirak. Geil. Ein Eisenschwert der Blitze. 379. Ein Elfendolch. Handschuhe. Seelensteine. Und ein Elfenhelm. Haben wir schon einen Elfenhelm? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, wir haben noch keinen Elfenhelm, oder? La la la, la la la, la la la, la la la. Eisenschwert der Glut. Bringt nicht so viel Cash. So, und jetzt soll ich das auf den Winddings, auf den Windstein einwirken lassen. Da man es nie ein Recht machen kann, was? In den Kommentaren brauchst du ja echt nicht zu doll Herz zu nehmen. Ja, mache ich aber. Das ist leider das Schlimme. Ich bin da ein zu sehr, wie sagt man, wie kann ich euch empathischer dienen? Mensch. Das ist leider bei mir schon immer so. Und manchmal, ist das einfach too much. Dann kann ich, dann muss ich das auch mal rauslassen. Wisst ihr, wenn das ist wie so ein Schwamm. Du saugst das immer in dich ein und irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo du dann einfach, ja, da musst du das auch mal rauslassen. Okay, ich kann dir auch gar nichts mehr geben, ne? Gut, dann versuche ich nochmal einen Zaubertrank zu nehmen, damit ich nicht die ganze Zeit so voll bin. Voran. So, und den soll ich jetzt hier einwirken, ja? Aber nicht, dass ich jetzt kämpfen muss. Ja.
Bezwinge den Schleicher. Ja, Lydia, schön blocken. Sei mein Tank. Achso, ich habe Lydia aus Versehen getroffen. Ich habe durch den... Das ist in mir drin. Ich bringe euch auch um, wenn es sein muss. Sprich mit Storm. Da kam einfach ein Monster raus. So, jetzt soll ich mit Storm sprechen. Müssen wir das theoretisch bei all den Dingern machen? Habe ich einen Tempel gebaut. Ach, guck mal, die sind jetzt wieder zur Besinnung gekommen. So, jetzt sollen wir mit Storm sprechen. Da im Haus. Die Schamanenhütte. Wir betreten sie. Oh. Oh. Liegt der etwa im Bett? Oh, entschuldigen Sie, mein Herr, dass ich störe, aber wir müssen reden. Die Luft hat sich verändert. Wir sind sicher. Also wart ihr erfolgreich. Ja, euer Volk ist frei. So ist es. Ihr habt euch als wahrer Verbündeter der Skal erwiesen. Yes. Daher sind auch die Skal eure Verbündeten. Was machen wir denn jetzt? Wenn ihr den Windstein befreit und den Bann über mein Volk gebrochen habt, könnt ihr für den Rest von Solstheim vielleicht das Gleiche tun. Damit werden wir Miraak nicht gänzlich aufhalten. Okay, den Tierstein habe ich, glaube ich, noch nicht gefunden. Aber vielleicht können wir ihn etwas bremsen. Das reicht nicht. Ich muss Miraak sofort aufhalten. Dabei kann ich nicht helfen. Niemand hier kann das. Ihr benötigt das Wissen, das Miraak selbst erlernt hat. Ihr müsst mehr über dieses schwarze Buch herausfinden. Ja, erzählt mir mehr über dieses Buch. Das war in Miraaks Besitz. Es sieht nicht aus wie etwas vom Drachenkult. Es ist ein finsteres, unnatürliches Ding. Ich will nichts damit zu tun haben. Aber der Zauberer der Dunkelelfen, Nelot, er kam vor einiger Zeit zu uns und fragte nach schwarzen Büchern. Ich glaube, dass er sehr viel über sie weiß. Vielleicht sogar zu viel. Okay. Sucht ihn im Süden. Seid vorsichtig, Drachenblut. Hier ist etwas anderes am Werk. Karte aktualisiert. Möge der Altschöpfer euch behüten. Okay, nice. Ja gut, dann würde ich aber sagen, wir gehen erstmal noch, also wir gehen nach Hause erstmal und laden unsere Sachen ab, weil wir ja ziemlich voll sind und auch die Lydia ist recht voll. Katzen schon wieder. Himmelsrand. Och nee, weil ich überladen bin. Okay, also ich muss erst wieder so einen Trank nehmen, ja? Aber dann kann ich nach Himmelsrand reisen? Das ist ja witzig. Und wo komme ich jetzt raus? Dann muss ich ja noch einen Trank nehmen, oder? Ah, okay, hier sind wir jetzt. Ich muss nach Hause telefonieren. Dum, dum, dum. Aber weiß jemand von euch, wie lange das DLC uns noch begleiten wird? Also wie weit wir ungefähr von dem DLC sind? Ich glaube, wir haben schon... Also, ein bisschen was gemacht. Aber kämpfen wir da letzten Endes dann noch wirklich gegen Miraak? Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Nein, danke. Ich bin schon ein Bandit. Was macht ihr denn so? Halt! Also, ohne Scheiß. Also, ich bin ganz ehrlich. Wenn wir irgendwann mal am Ende sind,
Ich werde Brave töten. Ich töte die. Hier auf offener Straße schlitze ich ihr die Kehle auf und dann pisse ich auf sie. Diese kleine, rotzfreche Mädchen. Und jetzt kommt bestimmt mein Kind wieder an und sagt, Mama, hast du mal noch 1000 Münzen? Oh nee, die kommt wirklich nicht an. Ihr seid wieder zu Hause. Nein. Schaut mal, was ich gefunden habe. Oh. Hier ist für euch. Was denn? Kleine Perle. Die hat die aus meiner, die hat die aus meinem Schlafzimmer geklaut, ich schwöre. Allein im DLC kannst du locker noch 2 bis 3 Streams verbringen, wenn du alles machen willst. Okay. Ja, warum nicht? Hört sich doch spannend an mit Mirak. Und dann kommt ja noch das andere DLC. Das andere DLC ist das mit den, mit diesen Vampiren und so, oder? Oder liege ich da jetzt falsch? Herzsteine. Pelze, Leder, Lexikon, der Stein, ein Mondstein. Erz, Silbererz. Das könnten wir auch mal gucken, dass wir das alles mal einschmelzen langsam. Questobjekte? Welches Questobjekt gerade? Das wahrscheinlich, war? Das wollte ich gar nicht anklicken. So, Vampire und Werwolf. Und Hallöchen Skyhunter, grüß dich! Es gibt doch diesen Store in Skyrim Hauptmenü. Einfach den Rucksack holen und herstellen, dann kannst du mehr tragen. Weiß ich nicht. Im Store gibt's im Hauptmenü einen Rucksack? Ich meine, ich schlepp schon sehr viel mit mir rum. Das ist das Problem. Und das ist mein erstes Mal Skyrim, also ich habe keine Ahnung. Kein Plan. Okay, hier hatten wir die ganzen Diamanten und sowas alles drin. Die hier, die hatten wir hier reingepackt. Seelenstein, Seelenstein. Den, die Rubine waren hier drin. Ich weiß halt nicht, ob ich die behalten soll oder nicht. Ah, gibt's nur eine Anniversary. Ja, wir spielen die Special Edition. Wir spielen nicht die Anniversary, weil mir geraten wurde, die nicht zu spielen. Weil das wohl nicht so einsteigerfreundlich ist. Ich habe hier noch die kleine Biene dabei. Die kleine Biene. Ah, hier ist so ein Schild gewesen. Ich glaube, hier hatte ich allgemein Schilde und Waffen und sowas drin, ne? Ja. Streitkolben. Den wollte ich ja allgemein mitnehmen zum Kämpfen, ne? Genau. Dann haben wir hier so ein Schwert, das packe ich hier rein. Und das mit der Hitze packe ich hier rein. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Weil vielleicht gehe ich ja irgendwann nochmal auf andere Waffen oder so. Die Edition beinhaltet 28 Voted Mods, die es vorher im Store gab. 4 davon sind free im Base Game, aber Efi sollte erstmal den Vanilla-Content genießen. So sieht's nämlich aus. Die Anniversary Edition ist aber genauso einsteigerfreundlich wie die Special Edition. Kannst halt den Überlebensmodus abschalten. Ja, das habe ich ja hier auch schon gemacht. Aber ich habe mich da jetzt erstmal auf meine Community verlassen, die mir da mit Rat und Tat zur Seite stand. Oder haben wir hier auch Klamotten drinne? Ah, wir haben hier auch Rüstung drinne. Ja, ist nicht so schlimm. Ich lege halt zwischendurch einfach mal ein paar Sachen ab. Das passt schon. Oh, der Song ist immer so schön. La 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 la. La 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 la. Die Biene packe ich hier mal rein. Die brauchen wir auf jeden Fall.
Essenz der Lehre. Kann ich theoretisch die Sachen auch... Ihr habt ja gesagt, ich soll auch mal Sachen testen und kosten und so, was die machen mit mir, ne? Ich glaube, das würde ich mal ausprobieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel sowas esse hier, so eine blaue Bergblume, und ich weiß nicht, was die macht, steht dann da unten, was die theoretisch machen würde? Also... Würde da denn irgendwie ein Trank oder ein Effekt auftauchen? Oder wie läuft das ab? Ich kann da jetzt nicht so ein D3-Herz essen. Das ist doch eklig. Oder? Aber anders finde ich das wahrscheinlich dann nicht raus. Hier, wir haben ja hier tatsächlich... hier, Giftrezept. Was macht das zum Beispiel? Da brauche ich so einen Schwanz und so ein Salz der Leere. Was brauche ich hier? Ektoplasma und Trollfett. Habe ich, glaube ich, auch nicht. Lähmung, was macht das? Sumpfpilzschote und Dornenherz. Habe ich, glaube ich, auch nicht. Du erfährst dann einen der Effekte. Den anderen findest du nur durch Kombination aus. Schlechte Effekte, die du erhältst, kannst du zur Not dann im Schrein ja auch wieder entfernen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich so ein Herz esse, könnte ich wahrscheinlich schon... Kriege ich wahrscheinlich schon irgendwie Blähung oder so. Ach so, ich wollte ja allgemein auch mit dem Alchemisten mal sprechen. Hat er gesagt, ich kann auch irgendwo noch irgendwelche Sachen lernen. Und Hallöchen Bambuskatze, probieren geht ja über Studieren. Komm, ich esse die mal. Ah, Gesundheit wiederhergestellt, okay. Feuersalze, da brenne ich doch safe, oder? Anfällig für Frost entdeckt in Feuersalze. Hängemoos, esse ich auch. Magikasenken entdeckt. Oh, kleine Perle. Heilende Hände wolltest du noch kaufen. Stimmt. Stimmt. Ausdauer wiederherstellen entdeckt. Ah, okay. Wenn ich jetzt so eine Essenz der Leere nehme, was kommt dann? Ah, Gesundheit wiederherstellen. Nice. Eine Tollkirsche. Was? Das ist doch giftig eigentlich. Gesundheitssenken entdeckt. Wenn ich jetzt die Wurmkopfkappe esse, dann... Schlossknacken verstärken entdeckt. Ah. Gesundheitssenken. Ach, und dann wird das direkt da angezeigt, wenn ich mehrere davon habe. Cool. Ich esse das jetzt. Okay, ich habe ein bisschen was gegessen. Oh, Alter, ich habe übelst die Visions, glaube ich. Nicht zu viel nehmen. Einige gute Stücke, wenn ihr versucht. Zu spät. Noch mehr. Hurra! So, wo müsste ich denn hier hingehen, wo ich die Zauber lernen kann? Bei wem? Erstmal schlafen die schon wieder alle, ne? Ja, die schlafen schon wieder alle. Beim großen Baum steht ein Priester mit Schrein. Aha. Aber du meinst nicht der, der die ganze Zeit betet, oder? So. Guck mal, konnte ich nicht bei der, konnte ich doch auch hier Sachen verkaufen, seid ihr ne? Oft im Wolkenbezirk? Oh, ihr wollt euch, meine natürlich Freunde, Raven und ich, ihr braucht etwas, ja? Achso, dann geh doch da endlich an dein Ding da ran, damit du verkaufen kannst. Ein Cocktail so aus Bergblume, Feuersalz, Perle, irgendwas, Pilzkappen, was soll da schon passieren? Oh fuck, der ist noch gar nicht da. Die besten Stücke aus frisch erlegtem Wild. Dann denken, die Effekte kicken, sobald du das Menü verlässt. Ja, ich hab schon gemerkt. Der da, oder was? Der ist der also der Priester? Wo mein Atem der lange Winter ist. Ich atme nun in königlicher Pracht. Ihr seid gekommen. Ihr seid gekommen, um dem Wort... Ja. Nee, der ist das nicht. Liebe. Schon als Mensch hat der große Tal... Aber du hast doch gesagt, am Baum. Hier ist doch der Baum. In jede von uns
Beim großen Baum steht ein Priester mit... Achso, das war wegen dem Schrein. Aha. Magier in der Drachenfeste direkt. Ach, der oben, der Typ, ne? Mann, quatsch mir nicht schon wieder einen Knopf an die Backe hier. Wir sind die Kinder der Menschen. Aha. Stimmt, der eine Magier war ja rechts irgendwo direkt in der Ecke, ne? Da gehen wir mal rein. Aber Bambuskatze, ich werde wahrscheinlich nachher nochmal in Once Human reingehen. Denke ich mal. Hallo? Hat keiner gesehen. Hab nicht den Priester beklaut. Würde ich ja niemals machen. Hallo? Der ist das, glaube ich, ne? Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden werft einen Blick darauf. So. Aber dem kann ich auch Sachen verkaufen. Heilende Hände, habt ihr gesagt, ne? Der hat ja kaum Gold. Der ist ja voll die arme Sau. Soll ich mir alles kaufen? Ich schmeiß mir jetzt noch meine Drogen rein, dann werde ich auch online gehen. Oha! Kettenblitz. Ein Blitzschlag, der 50 Punkte Blitzschaden auf Gesundheit und die Hälfte auf Magiker. Habe ich den nicht schon? Schnellheilung. Heilt den Zaubernden um 50 Punkte. Guck, was dir gefallen könnte. Schnellheilung hört sich auch gut an. Welche, was hab ich, was kann ich denn schon? Boah, ich habe ja auch sowas, dass ich einfach nochmal gestärkt werde auch. Ich habe mich viel zu selten mit diesen Zaubern auseinandergesetzt, wenn ich ehrlich bin. Feuerblitz. Heilung. Ah, ich habe nur eine normale Heilung. Die macht 10 Punkte. Okay, und die andere macht 50 Punkte. Kann ich von dem Sachen kaufen, die ich schon habe? Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Beschwörung ist zum Beispiel auch nice für Support. Ja, ich bin mir tatsächlich nicht so sicher, ob ich sowas haben will. Weil ich bin mit Lydia eigentlich schon ganz gut bewaffnet. Aber so ein Totenbeschwörer werden wäre auch irgendwie schon witzig. Komm, ich verkaufe jetzt auch den Ring. Ich kaufe noch ein paar Bücher von ihm. Beschworene Streitaxt. Er schafft für 120 Sekunden eine magische Axt, wird beim Wegstecken gebannt. Beständiger Schutz. Erhöht den Rüstungswert und absorbiert 60 Schadenspunkte durch Zauber und Effekte. Kreaturen, Personen bis Level 9 kämpfen 30 Sekunden lang nicht. Blitz, das habe ich, glaube ich, ne? Kannst alles kaufen, aber siehst nicht, was du schon hast. Oh. 4 Tabletten vor dem Frühstück und eine nach dem Essen. Ach du heiliger Strohsack. Wie lange musst du es doch nehmen? Was? Umstehende Ziele erleihen 60 Sekunden lang 8 Punkte Blitzschaden und haben so viel halb so viel Magikerschaden. Blitzrune. Also ich habe ja Blitz gelernt. Ich will eigentlich tatsächlich bei Blitz bleiben, muss ich sagen. Aber ich glaube, alles, was man mit den Zaubern machen kann, kann man theoretisch auch mit den Alchemie-Sachen und den Zaubertränken, oder? Ich muss eigentlich gar nicht die ganzen Zauber lernen und dafür Magiker verschwenden. Und ich kann eigentlich auch mich ein bisschen mehr mit den Zaubertränken auseinandersetzen, oder? In 5 Monaten darf ich dann 2 weglassen. Den Rest muss ich dann ein Leben lang nehmen.
Und was machen die Tabletten, wenn ich fragen darf? Oder ist dir das zu viel Info, Bambuskatze? Muss natürlich nicht drauf antworten. Ich kann mir vorstellen, zwei davon, die, denke ich mal, besänftigen das als alles, wa? Und die anderen sind dann bestimmt so zur Unterstützung. Einfach des Körpertraktes da. Zauber und Tränke sind aber nicht das Gleiche. Aber ich habe doch auch Tränke, die meine Rüstungswerte zum Beispiel stärken für eine bestimmte Zeit. Das macht doch dann eigentlich den gleichen Effekt, oder nicht? Weil ich glaube, dass diese Sachen hier, wie jetzt zum Beispiel Eichenhaut, wenn ich das Zauberbuch lerne und den Zauber wirke, dann ist das doch theoretisch, wie wenn ich mich in Elden Ring buffe. Und bei Elden Ring gibt es ja zum Beispiel auch Zauber, Flamme heile mich. Und es gibt auch Zaubertränke, die ja fast das gleiche machen. Oder nicht? Also was ist der Unterschied? Weil hier steht ja auch 60 Sekunden lang. Und bei dem anderen sind das ja auch dann bestimmte Sekunden, die man dann halt da Support bekommt. Aber ich würde tatsächlich gerne den Blitzmantel kaufen, wenn ich ehrlich bin. Blitzmantel und die Blitzrune. Weil ich will mich schon irgendwie sehr auf Blitz fokussieren. Ich weiß nicht warum. Irgendwie habe ich da Bock drauf. Hier, Funken. Das habe ich ja, Blitzschaden. Das eine ist Schilddrüse, das andere ist dein Magenschutz und der Rest ist Nahrungsergänzung dann. Und Nahrungsergänzung musst du wahrscheinlich die ganze Zeit dann nehmen, ne? Könnte ich mir vorstellen. Heldenmut. Das Ziel wird für 60 Sekunden nicht fliehen und erhält einen kleinen Bonus auf Gesundheit. Hellsehen zeigt den Weg zum gegenwärtigen Ziel. Hä? Okay. Hier, Kerzenschein. Da habt ihr gesagt, das ist auch immer gut wegen Licht, ne? Der 50 Punkte Blitzschaden auf Gesundheit und die Hälfte auf Magika verursacht. Danach springt der Blitz auf ein weiteres Ziel über. Kettenblitz. Lautlosigkeit. Du bewegst dich lautloser. Belebt einen mächtigen Toten wieder und lässt ihn 60 Sekunden lang für dich kämpfen. Leichnam wiederbeleben. Okay, das nehme ich mal mit. Das finde ich vielleicht ganz nice. Raserei, das habe ich glaube ich schon. Schnellheilung wollte ich noch kaufen, ne? Schutzgeister beschwören. Beschwört einen Schutzgeist für 60 Sekunden an der Stelle, auf die der Zaubernde zeigt. Steinhaut, steigert den Rüstungswert, Zombie erwecken, einen schwachen Toten. Die machen als Ausnahme dasselbe, aber Zauber sind eher aktive Sachen und Tränke verstärken dann was. Okay. Das, was ich dann weglassen kann, sind die zwei Tabletten Schutz gegen Gallensteinbildung. Oh, Gallensteine stelle ich mir auch schlimm vor. Das stelle ich mir auch schlimm vor. Ob ich das verkaufe? So. Vergesst nie, dass euer Verstand. Ja, ja. Okay, Bücher. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Tagebuch. Schwarzes Buch. Schon zwei schwarze Bücher. Zauberbuch da. Schärfste Waffe. Okay. So, und jetzt? Kann ich die Zauber doch wahrscheinlich auch als Favoriten hinzufügen, oder? Blitzmantel. Oh, da stehen auch Stufen. Oh. Oh, oh, oh.
Da werde ich wahrscheinlich gar nicht alles benutzen können, weil ich noch nicht so stark bin, denke ich mal, wa? Obwohl, aber mit dem Frost kämpfe ich eigentlich schon immer ein bisschen. Funken. Kettenblitz. Leichnam wiederbeleben. Schnellheilung. Heilende Hände, da oben waren die. Gott, das sind ja übelst viele Zauber dann. Hatte ich das andere schon gemacht mit dem niedere und Leichnam wiederbeleben, ja. Stufen sind nur relevant für deinen Magikerverbrauch. Okay. So, und wenn ich jetzt theoretisch... Da habe ich jetzt den Blitz in der Hand. Und dann kann ich auch theoretisch sagen, ich will dann links zum Beispiel die Schnellheilung nehmen. Oder den Leichnam wiederbeleben. Kann ich das machen mit dem Leichnam wiederbeleben? Sollte ich das vielleicht außerhalb der Stadt machen? Ich gehe mal, glaube ich, draußen zu den Stellen. Dann kann ich das ja mal austesten. Ach, ich kann ja nicht reisen, weil ich hier in dem Ding drin bin. So. Aber sonst, Bambuskatze, würdest du sagen, das hat sich gelohnt? Deine OP? Ja, ne? Bist du auf einem guten Weg der Besserung? Wir sind übrigens fast Level 25, Leute. So, dann gehen wir mal hier vorne weiter hin. Und gucken mal, ob wir die Sachen einfach mal ausprobieren können. Jetzt habe ich was für ein Zauber? Das mit dem Leichnam. Aber muss ich das dann auf einen Toten machen? Also ich kann nicht sagen, okay, ich kann irgendwo jemanden beschwören. Das muss halt dann ein Toter sein, oder was? Soweit es alles fit war, heute nochmal im Krankenhaus zur Nachkontrolle. Habe jetzt in 4 Wochen knapp 25 Kilo verloren. Crazy, crazy. Zauber wie Blitz, Heilung, Feuer kannst du auch mit beiden Händen ausrüsten. Dann steigerst du die Effektivität, aber auch den Verbrauch. Aktivierst du beide gleichzeitig, hast du auch eine andere Animation. Ja, das habe ich schon gesehen bei anderen Spielern. Wenn die dann halt nur damit gespielt haben, ne? Nur mit Magie. Aber ich will schon gerne mit meinem Schwert noch weiterspielen. Aber wir können uns schon gerne mal ausprobieren. Ich guck mal, ob ich hier so einen Wolf töten kann. Zählt das auch als Leichnam? Oh, was ist denn das da? Was ist das? Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ach, das ist der andere Zauber, den ich noch ausgerüstet habe. Oh! Wieso konnte ich den jetzt nicht entwaffnen? Ist zu mächtig? Ist ja nicht sein Ernst. Okay, warte mal. Tote Gegner ist ja keine Beschwörung. Okay. So, das ist Kettenblitz. Oh, ich habe gar nicht so viel Mana mehr. Oh, verschluckt. Jesus Christ. Oh. Heiliger. Ich mach das mal mit dem Blitzmantel. Oh, lol. Der hat einen Pfeil im Kopf gekriegt. Du sitzt nicht genügend Magen. Okay, das kann ich also nicht benutzen. Das ist zu schwer noch. Was ist damit? Oh. Oh. Ja, gut.
Ups. Das war jetzt unglücklich. Die Befohlen sollt ihr Efi um jeden Preis umbringen. Das schwarze Sakrament wurde vollzogen. Jemand möchte diese arme Person tot sehen. Trotzdem einen angenehmen Nachmittag. So, habe ich denn jetzt alles verkauft, was ich wollte? Ich gehe nochmal in Weißlauf rein. Ich werde wegen den Herstellungs-Umwandlungssachen mal gucken. Dass wir uns da mal die Ressourcen kurz holen. Oder kann ich die Sachen auch alle an der Schmiede da umwandeln? Nee, ne? Manche Erze gehen da nicht, oder? Meine Güte. Ich habe irgendwie mich vorhin verschluckt bei irgendwas. Ich packe hier noch diese komischen Sachen hier rein. So. Ne, nur zum jeweiligen Barren dann schmieden. Ja, aber manchmal habe ich ja hier so ein Erz. So.
Umwandeln macht nur Eisen zu Silber und Silber zu Gold. Okay. Also wenn ich jetzt diese Erze nehme...